die Bildregie hat Klaus Buckelberg. Und ich freue mich drauf, denn Artemos, das haben wir gerade von ihm gehört, ist ein Freund des forschen Angriffsfußballs. Also deshalb André Wiedner neu in der Mannschaft für Schulz, weil Wiedner auf der rechten Seite nach vorne natürlich. Nicht allein deshalb sind viele gekommen, es soll ein interessantes Spiel sein. Wir schauen uns am besten doch gleich mal die Mannschaften an, so wie sie hier zu Werke gehen wollen. Mit der Nummer 1, also im Tor von Werder, das ist Oliver Reck. Heiko Scholz mit der 2, wie gesagt die Aufstellung wie gegen Dortmund mit Baiano. Und dann die einzige Ausnahme, der neue Mann, André Wiedener. Dieter Eils mit der 5. Thomas Wolter mit der 6. Mario Basler spielt mit 2 Spritzen, kleines Risiko. Mirko Votava. Dann Bernd Hopsch, der Mann, der vor 2 Jahren 3 Tore gemacht hat gegen Minsk. Wladimir Bestschasnich ohne Sprachprobleme heute Abend. Und mit der 11 Marco Bode. Also, alles spricht für eine flotte Offensive beim SV Werder Bremen. Und wir schauen uns jetzt gleich mal an, wie es bei Minsk aussehen wird. Im Tor Vitali Marivoncik, dann Sergej Stanjuk, Andrei Ostrowski mit der 3, Sergej Shiroki, Alexander Lovic, Sergej Jaskovic, Wladimir Shuravel, Oleg Czernjawski mit der 9, der beste Mann, Valentja Belkiewicz, Juri Schukanov mit der 10 und die einzige echte Spitze in der Mannschaft, das ist Piotr Kaczuro und der Trainer des Gastes, das ist der Ivan Schokin. Er sagt, seine Lieblingsmannschaft in Europa sei der SV Werder Bremen. Da kommt der Schiedsrichter, das ist heute Abend Philippe Leduc, ein Franzose. Mit ein bisschen Europapokalerfahrung mit deutschen Mannschaften. Er hat schon mal Kaiserslautern gepfiffen, hat auch schon mal den KSC gepfiffen. Sie sehen die Spieler in Begleitung von Kindern. Das ist eine Idee, die Willy Lemke und Artemos von einer Brasilienreise vor einem halben Jahr mitgebracht haben. Sie waren derart beeindruckt, denn in Brasilien gehen alle Spieler begleitet von Kindern auf das Spielfeld. Die zwei waren so beeindruckt, dass sie nicht nur Junior Baiano danach gekauft haben, sondern sich auch gesagt haben, das machen wir im Weserstadion auch. Da wird man gespannt sein darauf, ob sich nicht doch so etwas wie Unterschätzung eingeschlichen hat. Gerade das, wovor Artemos heute und gestern immer wieder gewarnt hat. Gestern Abend hat er sich mit der Mannschaft ins Hotel zurückgezogen und hat gesagt, ich muss da mal die Temperatur messen. Hier wird mir zu viel gelacht in diesen Tagen, zu wenig Anspannung vor diesem Spiel. Und erst als Mirko Votava auf den Tisch haute und sagte, Kollegen, wir müssen uns vorstellen, wir spielen ja heute gegen den AC Mailand. Da begriffen einige den Ernst der Lage, denn dieser Gegner, Dynamo Minsk, ist wahrlich unbekannt, obwohl Artemos zwei Videokassetten studiert hat. Aber schon die Tatsache, dass in der Vorrunde Universitat Craiova aus Rumänien ausgeschaltet wurde und dann in der ersten Runde mit 2 Siegen sogar Austria Wien, die Mannschaft von Horst Rubesch, das allein reicht für eine kleine Visitenkarte. Schiedsrichter Philippe Leduc hält noch einen kleinen Plausch mit Artemos. Der ist ja Kosmopolit, spricht mehrere Sprachen fließend. 43 Jahre alt, Elektroniker vom Beruf, haben wir das auch erledigt. Jelkewitsch und Kaczuro beim Anstoß. Dunkle Trikots also, Dynamo Minsk von rechts nach links.
Czerny. Sofort zu sehen, Heiko Scholz, André Wiedner, normalerweise defensive Leute, auf der rechten Seite sofort für die Offensive bemüht. Hoffen wir, dass das so bleibt, dann könnte es wirklich ein munteres Spielchen werden, so wie uns das der SV Werder Bremen versprochen hat. Wolter, Baiano. Der Brasilianer hatte ja am Samstag eine leichte Gehirnerschütterung gegen Borussia Dortmund erlitten, aber hat gestern schon wieder im Training ein Kopfballtor gemacht. Wolter. Bode geht links. Da vorne ein Blauer, eine Spitze bei Dynamo Minsk. Jelkovic, der Regisseur mit der 9, hängt meistens 5-6 Meter dahinter. Das ist André Wiedner. Bänderdehnung ist auskuriert. Wie gesagt, er ist für Schulz in die Mannschaft gekommen. Lubic. Monsieur Ludic pfeift sofort, schon bei etwas härterem Körperkontakt, also ziemlich kleinlich. Chiroki. Wieder Chiroki, Lubic. Jetzt gibt es Freistoß. Der Werder trotz einer kleinen Ermahnung an Mirko Votava. Scholz. Bestschaftlich. Czerniak. Baiano. Eine echten Viererkette bei Werder Bremen lässt sich heute Abend nur schwer sprechen. Wolter, das zeigen schon die ersten, ich glaube, 3,5 Minuten, spielt etwas vorgezogen. Scholz. Basler, erster Ballkontakt. Es werden sich sicherlich viele Zuschauer fragen, gibt es was Neues für Mario Basler? Nein. Es gibt nichts Neues. Diese Information ist knapp 15 Minuten alt und stammt von Willy Lemke, der natürlich auch täglich auf Neuigkeiten wartet. Bestschaftlich gegen Jaskovic. Freistoß für Werder, Foul an Wiedner. Also schon die ersten 5 Minuten zeigen, dass diese Mannschaft, Dynamo Minsk, technisch ziemlich versiert ist.
Artemos war sehr, sehr beeindruckt nach Studium der Videos und sagte, die sind nicht nur technisch gut, sondern verfügen über eine außerordentlich große Disziplin. Und wer Artemos ein bisschen näher kennt, der weiß, so etwas schätzt er. Es schafft nicht. Wiedener, Hopsch, war geschoben, gibt Freistoß für Staniuk. Minz musste die Abwehr ein bisschen umstellen. Dieser Staniuk ist für Czaskiewicz, den Gesperrten, in die Mannschaft gekommen. Hopsch, Wiedener. Basler geht rechts. Sie gesehen, aus dem Stand geschlagen mit so viel Effet. Und bei der Aktion hat sich Marco Bode oben verletzt. Kniet im Moment auf dem Rasen. Läuft aber jetzt doch schon wieder. Schukanov. Darüber könnte man geteilter Meinung sein. Freistoß auf jeden Fall für Minsk. Schuravel. Gezwungen, quer zu spielen, denn das sind genau genommen zwei Viererketten, mit denen Minsk hier versucht, Bremer Angriffe abzublocken. Und dagegen muss erstmal ein Rezept gefunden werden. Eine ähnliche Situation wie im Rückspiel der letzten Runde gegen Belfast. Da hat es auch so knapp 20 Minuten gedauert, bis die ersten Tore fielen. Gegen Bajano. Wieder Chukanov. Und das war Bjelkevic. Und das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die gelbe Karte für Dieter Eils. Er muss sich etwas lautstark beschwert haben gegen diesen Einsatz von Ostrowski hier. Gegen André Wiedener, ohne den Ball zu treffen, mit beiden gestreckten Beinen in den Mann. Dafür muss es Gelb geben. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass sich Dieter Eils da sehr lautstark bei Schiedsrichter Le Duc gemeldet hat. Also nicht mal 10 Minuten gespielt, die erste gelbe Karte Dieter Eils. Ansonsten bei Werder nur Bernd Hopsch vorbelastet mit einer gelben Karte. Er fragt immer noch, warum denn? Was mich wundert, Andrei Ostrowski hat für seinen Einsatz
keine gelbe Karte bekommen. Und jetzt muss sich Uli Borowka schon nach 10 Minuten warm machen. Also damit wäre das Konzept von Artemos erstmal ein bisschen durcheinander gebracht. Hoffen wir, dass André Wiedner schnell wieder dabei sein kann. Basler. Ja, da jetzt also nur mit 10 Leuten. Strowski, Stanjuk. André Wiedner ist wieder dabei. Die Knieprellung, hören wir eben von unten, ist mit einem dicken Eisbeutel behandelt worden. Werder wieder komplett. Das ist Ivan Schokin, der Trainer von Dynamo Minsk. Freistoß Basler. Boah. Wenn er reingeht, ist es Weltklasse. Da hat er versucht, Vitali Marivonchik, wie Andi Möller das manchmal versucht, zu narren, aufs kurze Eck gespielt, als alles in Erwartung eines langgeschlagenen Freistoßes war. Ein halber Meter fehlte da. Wäre schön gewesen. Heils Wiedener. Wieder Basler, der erste Torschuss scheint Werder jetzt ein bisschen zu beflügeln. Aus. Schirov beim Einwurf. Das ist mit 29 Jahren der mit Abstand älteste dieser Mannschaft. Hopsch. Bode. Er hat doch alles eher zufällig. Der Konter über Bielkewitsch. Churo. Schuravel. Schukanov. Und Chiroki rückt auf. Er musste es allein probieren, denn vorne stand keiner frei. Freistoß für Dynamo Minsk. Vielleicht ein Fall für den Spezialisten, für den Mann, der hier gefoult worden ist. Valencia Bielkewitsch. Fast alle spielen sie in der U21-Nationalmannschaft. Wer dort nicht spielt, der ist in der A-Nationalmannschaft. Also Bielkewitsch, der Neuner, steht bereit. Der hat schon mal gegen Oliver Reck getroffen. 2 Jahre ist das her. Jelkovic. Noch einmal rechts an der Mauer vorbeigezogen, aus Sicht des Torschützen, aber auch weit am Tor von Oliver Reck. Zwei Freistöße also, die ersten Schüsse aufs Tor in der ersten Viertelstunde. Mehr war noch nicht los. Das sage ich all jenen, die ein bisschen später nach Hause gekommen sind. Werder sucht noch nach einem Rezept gegen diese überraschend gute Mannschaft aus Minsk.
Er ist immer noch ein bisschen auf der Suche nach der großen Form, wegen der ihn Otto Rehhagel ja nach Bremen geholt hat. Wladimir Bezhchasnyj. Und Bremen sucht nach wie vor nach einem Rezept. Gegen Belfast, da hatte es auch erst geklappt, als Werder das Tempo erhöht hat. Ja, etwa zu diesem Zeitpunkt jetzt. Also viel schneller gespielt hat und direkter vor allem. Wolter, Scholz. Das ist zu durchsichtig. Die Räume sind eng und dicht. Basler, Motaba steht, jawohl. Bezhchasnyj. Immerhin, das war der Versuch. Lubitsch, Tschukanov. Ja, da sind sie mit 7 Leuten vorne. Also sie beschränken sich keineswegs aufs Mauern, die Männer um Alexander Lubitsch. Bezhchasnyj. Sie laden den Gegner jetzt ein. Kaczuro im Abseits. Es gefällt mir nicht, was Werder in dieser ersten halben Stunde hier spielt. Basler. Wieder Basler. Wiedener. Bode. Endlich mal. Die zweite Torchance. So hat er gegen Borussia Dortmund getroffen, Marco Bode. Die Flanke von André Wiedener. Vielleicht haben Sie jetzt begriffen, wie es gehen würde. Nur über die Außen. Denn innen, da sind die Räume ziemlich dicht. Basler. Kaczuro. Sie hat Demos, wie er gesagt hat, gehört, wie er sagte, geh rein, geh ran. Auch er ist unzufrieden mit dem Spiel. Steht häufiger am Rand als sonst bei den Bundesligaspielen. Die erste Ecke für Dynamo Minsk. Lubitsch. Zuerst der Versuch von Kaczuro zum Ball zu gehen und dann das Umlegen von Dieter Alt. Feier, feier, feier.
Der Basler muss zurückspielen. Keiner frei vorne. Wiedener. Es schafft nicht, wechselt die Seiten jetzt. Er musste so schnell machen, denn sofort waren zwei, drei Weißrussen bei ihm. Das Anspiel von Bestschastnik. Staniuk und dann Ostrowski bei ihm. Immerhin. Churo gegen Baiano. Handspiel von Schukanov. Also Baiano wirkt alles andere als sicher. Diese Anfangsphase. So, die erste Gelbe für den Moment für Alexander Lubitsch, der ist noch nicht vorbelastet. Die kann er sich noch leisten. Juravel, Lubitsch, Juravel. Czerniawski. Sie spielen jetzt das, was Trainer Artemos hier beim Warmmachen schon so beeindruckt hatte. Klein-Klein-Spiel, 5 gegen 5. Und Artemos zeigte sich darüber so beeindruckt, dass er uns sofort bat, ihm eine Aufzeichnung davon zu machen. Das würde er seinen Spielern dann ganz gerne mal vorführen. Scholz. Basler. Wie gesagt, mit zwei Spritzen hat er sich die Schmerzen an der verletzten Leiste nehmen lassen. Ein Spiel lang geht das gut. Und am nächsten Tag sagt er, dann sind die Schmerzen umso größer. Baiano zum ersten Mal über die Mittellinie. Das schafft sich. Hopsch. Scholz und Basler frei, er macht selbst. Hat durchweg gute Erinnerungen an diesen Gegner, Bernd Hopsch. Denn beim 5:2 vor zwei Jahren hier
Da gelangen ihm gleich 3 Treffer. Ottawa, sie kommen nicht dazu, das Spiel mal ruhig aufzubauen. Sofort sind 2, 3 Blaue dazwischen. Leider tut sich schwer. Bajano, Sieger gegen Juravel. Dreck. Die Bank von Werder. Mit Frank Rost, der den Ball da trägt. Daneben Frank Neubart. Heute nicht im Aufgebot. Gunnar Sauer sitzt mal wieder auf der Bank. Wie schon am vergangenen Samstag gegen Dortmund. Tschukanov. Geht die weitesten Wege bei Werder. Ottawa, Hopsch, Scholz, Bestschastig. Da dauerte es einen Moment, bis er den Ball unter Kontrolle hatte. Dann doch noch die Drehung. Und der leider nicht ganz voll platzierte Schuss. Aber die erste Ecke für Werder. Auf einmal das Zuspiel von Scholz. Hier, da verspringt ihm der Ball. Und der Schuss gegen Stanjo. Da kommt die Ecke. Die zweite gute Szene von Wladimir Bestschastnik. Also so langsam kommt Leben hier ins Spiel. Das wurde auch Zeit nach 29 Minuten. Die nächste Ecke, die zweite. Wieder Basler. Bajano mittendrin vorne. Ottawa. Nochmal die zweite Chance durch Wladimir Bestschastnik. Knapp dran, Vitali Baribonchik. Der Torwart, dem sie nicht bedingungslos vertrauen bei Dynamo Minsk. Hat so ein bisschen den Ruf eines Flattermanns weg, aber bei 11 Metern, vielleicht kommen wir drauf zurück. Da zeigt er seine Stärken. Bestschastnik, Basler. Schön gespielt, Bestschastnik. Glänzender Spielzug. Mit der Hacke, mit einem Hackentrick verlängert durch Mario Basler. Die dritte Chance innerhalb von 2 Minuten durch Bestschastnik. Es wird langsam Zeit für ein Tor.
Trainer jetzt vorne in der Spitze. Sicherlich nur für kurze Zeit. Basler, Baiano bleibt vorne. Da ist er. Ottawa Wolter. Da, der versucht jetzt so auf die Powerplay aufzuziehen. Bode. Halbflanke, Halbschuss. Vielleicht hat er deshalb die Mitspieler überrascht. Baiano wäre fast rangekommen. Er muss jetzt doch wieder in die Abwehr zurück. Gachuro. Juravel ist frei. Czerniawski. Glück gehabt. Und Wiedener. Basler. Hinter der Abwehr. Gachuro. Wieder Staniuk. Chiroki. Ihm gelingt nicht viel in dieser Phase, Mario Basler. Juravel. Ottawa. Der Fehler vorher von Mario Basler. Konnte Ottawa nicht rankommen. Jaskovic. Gachuro. Wechselt ständig von der linken auf die rechte Seite. Czerniawski. Taktische Anweisungen haben Sie gehört, die man nicht übersetzen braucht. Anweisungen dann. Thomas Wolter, die Stimme von Kallikamp, dem Assistenten von Atemo. Wiedener, das Schaß nicht geht. Hopsch. Hopsch und das Schaß nicht. Da hat Barivonschik vorbeigegriffen und damit hat er Bestschastnik genauso überrascht wie uns. Die Flanke von Hopsch aus dem Lauf herausgeschlagen. Ich weiß nicht, ob der Torwart den Ball berührt hat. Aber für ihn war es hier die dritte ganz dicke Chance. Okay, danke.
Ostrowski. Rode. Abstoß. Nein, nein, war korrekt entschieden von Schiedsrichter Philippe Leduc. So, Werder tut sich immer noch ein bisschen schwer gegen die enge Manndeckung und gegen das Vorchecking von Dynamo Minsk. Immerhin gab es in den letzten Minuten zahlreichere Torchancen. Niedener. Monsieur Leduc setzt sich selbst immer wieder gern in Szene. Kein Pfiff, der von ihm nicht ausgiebigst kommentiert würde. Nächster Freistoß, nächste Chance Basler. Na, immerhin, aber auffällig schon die Kopfballstärke der Abwehr von Minsk. Kaum ein Kopfballduell, das da vorne gewonnen wird. Abpraller sind es, so wie hier durch Hopsch. Ist wieder mittendrin vorne im Zentrum, da wo er für die Kopfbälle gebraucht wird. Tja,
Kommentar eigentlich überflüssig. Vielleicht doch alles ein bisschen viel in diesen Tagen. Mario Basler erinnert mich manchmal so an eine unglückliche Urlauberin. Heftiger Flirt mit den Italienern und dann ruft er nicht mehr an. Gut, direkt weiter auf Außen gespielt von Bernd Hopsch, der danach gerückt war und direkt schoss. Es muss was passieren beim Spiel von Werder, denn alles andere als ein deutliches Resultat würde große Gefahr bedeuten fürs Rückspiel. Darauf hat Artemus immer wieder hingewiesen. Selbst mit einem 3:1, so sagte der holländische Trainer, war er nicht ganz zufrieden, aber das war vorher leichter festzustellen, denn diese Mannschaft hier ist schwer zu spielen. Volta Baiano. Hopsch. Sie finden keine Anspielstation. Wobei man feststellen muss, dass Dynamo Minsk ein sehr kraftintensives System spielt. Wo immer der Ball ist, versuchen sie, mit einem Mann mehr im Raum zu sein. Frage, wie lange sie das durchhalten. Beste Chance nach 44 Minuten. Der Schuss von Hopsch und der Nachschuss von Basler und dazwischen die Parade von Vary Wončík. Der Zeitpunkt wäre günstig gewesen, so kurz vor der Pause in Führung zu gehen. Jelkewitsch legt sich den Ball wieder zurecht. Noch einmal ein Freistoß für Dynamo Minsk. Links, Mirko! Mirko! Da fehlt noch einer, da fehlt eine Mauer! Die Mauer ist etwas dürftig gestellt. Sie verstehen die Anweisungen von Oliver Reck hoffentlich zu Hause auch. Einen Mann mehr hatte er gefordert, jetzt hat er ihn bekommen. Jelkewitsch. Das Siegtor gemacht im Rückspiel gegen Austria Wien. Wie gesagt, der beste Mann dieser Mannschaft. Auch heute Abend bedeutet er sehr viel Arbeit für Thomas Wolter, der es meistens mit ihm zu tun hat. Die erste Halbzeit ist rum.
knapp 46 Minuten. Und trotz einiger Chancen, vor allem in der letzten Viertelstunde, ist es den Bremern bisher nicht gelungen, ihr Spiel so richtig überzeugend aufzubauen. Dynamo Minsk ist, das haben wir alle gesehen, der von Artemos befürchtete schwere Gegner. Klar, dass wir auf einen besseren zweiten Durchgang hoffen. Das ist Europa Cup. Man muss clever spielen und die Chance einmal nutzen und etwas Glück braucht man natürlich auch. Danke Ihnen für Erfolg. Bitte. Danke. Und wir sind rechtzeitig wieder da zum Anpfiff. Ein freundlicher Schiedsrichter immerhin, wenn er mit mancher Entscheidung daneben lag. Mit dem Anpfiff hat er dann doch gewartet, Philippe Le Duc. Werder also jetzt von links nach rechts. Hoffen wir auf die zweite Halbzeit. Werder braucht Tore, muss vorlegen fürs Rückspiel. Aber Dynamo Minsk, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. 14 Ligaspiele gab es, 13 Siege und ein Unentschieden. Und mit dem einen Unentschieden hat man Willy Lemke und Thomas Schaaf, die den Gegner beobachtet haben, geblufft. Die halbe Mannschaft draußen gelassen. Das war das einzige Unentschieden in dieser Serie. Horst Rubisch, der Trainer von Austria Wien, hat gesagt, diese Mannschaft baut in der zweiten Halbzeit ab, weil sie ein hohes, hohes Tempo geht, viel in Bewegung ist. Vielleicht kann man auch darauf hoffen. Es zwickt in der Leiste Mario Basler. Letztes Jahr die rechte, dieses Jahr die linke. Beide Mannschaften so, wie sie den Platz nach der ersten Halbzeit verlassen haben, also keine Änderungen. Gerade Mirko Votava soll im offensiven Mittelfeld viel Gelegenheit haben, heute Abend nach vorne zu gehen. Aber er kommt gar nicht dazu. Muss sich meistens doch nach hinten orientieren. Das schafft nicht. Wiedener, schöne Idee. Aber sie stehen gut dahin. Junior Baiano zum ersten Mal einen Kopfball vorne gewonnen, nämlich hier nach dem Einwurf von Basler. Dadurch die Chance für Votava. Es ist lauter geworden jetzt hier, die Stimmung ist besser geworden. 18.000 übrigens im Weserstadion. Czerniawski. Und das sind diese Konter, die Artemos eben noch angesprochen hat, die alles zum Kippen bringen können. Wurde. Taber, Basler, rechts steht Wiedener. Wieder zu durchsichtig gespielt, also Mario Basler hat größere Probleme heute Abend. Cacciuro.
Nationalspieler. Er war dabei, als Weißrussland Holland mit 1:0 besiegt hat. Da glaubten viele schon an ein Karriereende von Mirko Rotava. Und da legte er erst richtig los. Über 520 Bundesligaspiele sind das inzwischen. Schastig und Hopsch. Muss Rotava den Ball ausspielen, weil sich Hopsch bei dieser Aktion verletzt hatte. Kein Eckball für Eils, sondern nur Abstoß. Das ist Antoine Majorow, defensiver Mittelfeldspieler, der sich jetzt seit 2 Minuten warm macht. Gut möglich, dass Trainer Ivan Schuk ihn gleich wechseln wird. Endlich mal ein bisschen Platz da. Foul von Czerniawski, wieder ein Freistoß für Werder. Beide Abwehrspieler, Bajano und Wolter, sind jetzt aufgerückt. Eils sichert nach hinten ab. Und das sah aus wie ein Eigentor. Und das gilt, nach 52 Minuten geht Werder Bremen in Führung. Mario Basler wird gefeiert, denn er hat den Freistoß reingeschlagen. Aber wer ist der Torschütze? Soweit ich das von hier aus beurteilen kann, war es ein Eigentor und er schüttelt den Kopf da hinten. Sieht ganz danach aus. Noch einmal, der Freistoß von Basler. Sergej Stanjuk war es, der Spieler mit der 2, richtig, der sein eigenes Torwart Vitali Varivončík so überrascht hat. Ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob es denn eine verdiente Führung ist. Ja, der hat mehr getan für dieses Spiel, auch wenn sich die Mannschaft schwer getan hat. Thomas Helmer könnte ein Liedchen von so Eigentoren singen, aber seit neuestem auch Andreas Herzog, seit vergangenen Samstag. Da hätten 3 andere zur Kopfballabwehr noch bereit gestanden und dann köpft er ihn ausgerechnet ins eigene Tor, Sergej Stanjuk. Vorne ruft Artemos, haben Sie verstanden? Werder muss jetzt nachlegen, denn mit einem 2:0 ließe sich die Reise
nach Weißrussland in 2 Wochen etwas ruhiger antreten. Basler, hören Sie das? Wird gefeiert. Also, er darf sich immer noch der Gunst der Zuschauer hier erfreuen. Die haben natürlich alle gesehen, wie er sich vergangenen Samstag reingehängt hat gegen Borussia Dortmund. Eine großartige Leistung hier geboten hat. Und heute sind sie sogar bereit, ihm eine eher mäßige Leistung zu verzeihen. Basler. Bode. Baiano. Wieder Bode. Hopsch. Das ist Czastnich. Wiedener. André Wiedener tut sich schwer in Rechtsaußenposition da vorne. Das Spiel aus der Defensive nach raus mit gelegentlichen Vorstößen, das liegt ihm mehr. Abseits, Scholz. Botava. Lubic. Chiroki. Chukanov. Chukanov. Prima, mit Ansage gemacht. Da hat der Rassler vorher Bezčastnich gezeigt. Geh steil und der geht steil. Bezčastnich. Stärkste Szene des Russen. Und für mich bis jetzt die schönste Szene des Spiels. Der tolle Pass von Mario Basler auf Bezčastnich, der den Ball rechts am Torwart Varivončík vorbeiheben wollte. Aber das war schon ein bisschen zu spät. Da war er schon zu weit nach links abgedrängt. Czastnich, der teilt ihn jetzt heim. Es ist Czastnich. Basler geht, jetzt machen sie ihn umgekehrt. Hopsch in der Mitte. Wieder so ein kleinlicher Pfiff, der das Spiel, den Spielfluss nur unterbricht. Churabel. Chukarov, der fast nur noch auf der linken Seite draußen bleibt. Kachuro. Lubic. Wieder von der anderen Seite. Und dann dieser Schuss von Kachuro, also
Ja, das Abwehr macht jetzt nach knapp einer Stunde nicht den ganz sicheren Eindruck. Das schafft nicht. Rode und Eis und Neuaufbau. Basler. Hopsch. Scholz. Basler, Ottawa geht lang. Und den Ball hat der Linienrichter Denis Piton im Ausgesehen, den langgeschlagenen Ball von Mario Basler. So, Werder wird wechseln, während wir hier noch einmal die weite Flanke von Basler sehen. Uli Borowka zieht bereits den Trainingsanzug aus. Die Virusinfektion, die ihn zuletzt so ein bisschen zurückgeworfen hat, hat er überstanden. Sagte heute Morgen im Hotel, er fühle sich wieder fit und Heiko Scholz wird rausgehen. Scholz macht nicht den Eindruck, als sei er angeschlagen, also ein taktischer Wechsel von Artemus. Es kann dem Trainer nicht gefallen haben, wie vor allem da hinten über die linke Seite zuletzt sehr viel Unruhe entstanden ist. Basler auf allen Seiten zu Hause jetzt. Er hat mehr Platz jetzt. Die Räume sind ein bisschen größer geworden. Also das Tor hat dem Spiel von Werder doch gut getan. Bajano und Borowka. Der erste Ballkontakt. Und gleich mit gestreckten Beinen rein. Zu Recht die Ermahnung des Schiedsrichter Leduc. Lubic. Jelkevic. Bei den Weißrussen deutet sich ein Doppelwechsel an, aber vorher nehme ich den Eckball noch mit. Noch ein Wechsel. Thomas, pass mal auf, sieh dir was auf! Junior! Junior Lang! Junior! Hält der Junior! Belkevic. Gegen zwei und Bestchastnik rückt nach. Da ist er. Basler. 2:0. Gerade noch, bevor die Weißrossen wechseln konnten, nutzt Werder Bremen die Chance. Nach 63 Minuten das 2:0 und ein schön herausgespielter Konter. Zwei Mann in der Spitze.
Best schafft nicht, rückte nach, spielte sofort weiter auf Basler, bevor dieser im Abseits stand. Der suchte sich die Ecke aus, er fand sie auch noch. 2:0 für Werder, jetzt kann man die Sache etwas ruhiger angehen lassen. Auch Artem Ross, gerade hatten wir ihn, scheint endlich zufrieden zu sein. Der neue Mann, Wladimir Ostrichow. Freuen Sie sich. 63 Minuten hat es gedauert. Noch einmal die Aktion von Kachuro gegen Botava. Hier mit dem Ellbogen. Alexander Lubitsch übrigens hat das Spiel von Dynamo Minsk verlassen. Damit sind jetzt 6 U21 Nationalspieler auf dem Feld. 2 A-Nationalspieler. Bei Minsk. Bestcharstig, nicht mehr zu halten jetzt. Das Tor hat Auftrieb gegeben. Schafft nicht, geht links. Eilt. Wolter. Borowka. Warum nicht? Gegen Belfast hat er ein Kopfballtor gemacht. Und hier versucht das mit links aus der Distanz. Uli Borowka. Hopsch und Basler. Schastig. Schastrich, links steht Basler. Bode. Endlich haben sie begriffen, dass auch mit Distanzschüssen was auszurichten ist. Und in der Szene haben wir gesehen, dass Mari Wonczyk kein unbedingt sicherer Torwart ist. Nochmal die Vorlage in den Lauf von Bode. Mari Wonczyk.
Schaffler. Da ist Cardoso. Heute hat er Geburtstag. Wird 27 Jahre alt, aber noch fröhlicher wäre er, würde er endlich wieder spielen können, denn der Muskelfaserriss hat sich doch als hartnäckiger erwiesen. Er wird noch 2 Wochen brauchen, während Hani Ramzi, der andere Dauerverletzte, schon wieder mit dem Ball trainieren kann. Möglicherweise schon nächste Woche wieder spielen kann. Der nächste neue Mann, Majorow, der sich jetzt gut 20 Minuten warm gemacht hatte. Wahrscheinlich wird Piotr Katschuro vom Feld gehen, der sich als einzige Spitze da vorne ziemlich verschlissen hat zwischen Volta und Baiano. Basler. Wiedener. Der Wechsel bei Minz. Katschuro, die Spitze also geht, und für ihn kommt Antoine Majorow. Der für mich in diesem Moment zum besten Bremer wird, und endlich mal Bernd Hopsch in der Mitte. Ein bisschen Glück war auch noch dabei. Werder Bremen führt nach 71 Minuten mit 3:0. Noch einmal Westschastnig mit dem Kopf und in der Mitte aus der Drehung Bernd Hopsch. Klare Angelegenheit jetzt. Da deutet er nochmal an, jawohl, ich war's. Möglicherweise, dass er das Feld bald verlassen kann. Jetzt sind wir Ihnen noch die Information schuldig, warum Heiko Scholz das Feld verlassen hat. Michael Palme, bitte. Ja, Heiko Scholz neben mir. 3:0 nun mittlerweile. Aber die Mannschaft hat sich schwer getan, die erste Halbzeit. Woran lag das? Ja, wir wussten, was Minz eine starke Mannschaft ist. Wir wollten auf jeden Fall nie ins Messer laufen. Wir wollten kontrolliert anfangen, und wir hatten auch in der ersten Halbzeit unsere Chancen schon, und das erste Tor hat uns bloß gefällt, dass wir dann Sicherheit hatten, und dann nach vorne, jetzt machen wir die Tore. Warum hat sie Atemos rausgenommen, wissen Sie? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, an meiner Leistung hat es nie gelegen. Wir haben 16 gute Spieler, und jetzt kommt eben der Uli rein, er war lange krank gewesen, und jetzt kriegt er seine Chance. Danke Ihnen. Und damit verdient sich Uli Borowka natürlich auch die Prämie, die Werder Bremen ausgesetzt hat. Angemessen soll sie sein, sagt Willi Lemke. Irgendwo im fünfstelligen Bereich. Also bis zwischen 15.000 und 20.000 Mark gibt es bei Werder für das Erreichen der nächsten Runde. Drei Tore also im 10-Minuten-Takt. Wenn es so weiterginge, bliebe noch Platz und Zeit für knapp 2 Tore. Aber mit einem 3:0 gegen Dynamo Minsk lässt sich natürlich sehr gut leben. Votava, 39 Jahre alt, der älteste Spieler auf dem Platz, treibt sie an. Basler abseits. Zwischenzeitlich hatte es mal so ausgesehen, als würde Mario Basler das Spiel verlassen müssen, als die Leiste wieder zwickte, aber er lacht immer noch und er geht immer noch weite Wege, wie gerade wieder zu sehen. Was mir bei ihm am meisten imponiert, das ist die psychische Stärke in diesen Tagen. Dieser großartig angezettelte Vertragspoker.
Anfeindungen der Zuschauer in Bremen, dann die Versöhnung. Und bei alledem zeigt er Woche für Woche gute Leistung. Schon aus wie Otto Rehhagel früher hier. Nur der ein oder andere Pfiff fehlt noch bei Artemus. Lass den Ball laufen, hat Artemus gerufen. Wir führen doch 3:0. Endlich ist der Platz da, den Werder für seine Spielanlage braucht. Wiedener über die rechte Seite und Hopsch in der Mitte. Gerade noch dazwischen Vitali Baribončík. Basler? Da wäre es fast gewesen. Borowskas zweites Kopfballtor in seiner Karriere. Es wäre auch sein zweites Europapokaltor gewesen. Als Artemus das letzte Mal gegen Dynamo Minsk gewonnen hat, da gewann er dann anschließend den Europapokal der Pokalsieger. Was immer das für seine Zukunft bei Werder bedeuten mag. Wiedener, das schafft nicht, warum nicht schießen?
Freistoß der Werder nach dem Foul von Stanjogan Hopsch. Schöne Distanz für Mario Basler. Dann gibt es für Stanjuk auch gleich die gelbe Karte. Auch er war nicht vorbelastet. Also noch kein Spieler dabei bei Minsk, der im Rückspiel fehlen würde. Doch, der wird fehlen, Ostrowski. Der hat die 3 und der hat gegen Austria Wien schon eine gelbe gesehen. Also Andrei Ostrowski, der Spieler mit der 3, wird im Rückspiel fehlen. Basler. Das ist Vitali Volodenkova. Nochmal ein Mann für die Offensive, wenn Trainer Shkokin ihn dann einwechseln würde. Das war der Moment nach 82 Minuten und 40 Sekunden, als seine Genialität wieder aufblitzte. Statt genau richtig zum Ball, der lange Ball von Bajano von hinten raus hinter der Mittellinie geschlagen. Und dann hält er einfach nur den Fuß hin. Hier. Wo andere Spieler geschossen hätten, da war der Künstler am Werk. Mario Basler und Werder Bremen führt 4:0. Und wir bleiben dabei. Alle 10 Minuten ein Tor. Das letzte war durch Bernd Hopsch gefallen in der 72. Minute. Publikumsliebling, wie nicht zu überhören ist. Bode. Thank you.
hat auch letzte Woche in der Reserverunde gespielt, Oliver Reck, um noch mehr Spielpraxis zu kriegen. Sein Platz im Tor von Werder Bremen hat er unumstritten sicher, aber er hat auch so ein bisschen Mitgefühl mit dem zweiten Torwart Frank Rost, der ihn bis dahin ja gut vertreten hatte. Und der Trainer hat die Qual der Wahl. Die erste Niederlage für Ivan Schokin 1995. Irgendwann musste es halt soweit sein. Borowka. Borowka. Er versucht zu rechtfertigen. Er ist ja noch nicht lange im Spiel, er hat ein bisschen was nachzuholen. Vielleicht auch deshalb dieser Distanzschuss. Und beim 4:0 kann man sich das schon mal leisten. Bode. Bode. Ja! Was für ein Tor. Marco Bode, 5:0 mit Ansage. Durch nichts und niemand aufzuhalten. ...5:0 für Werder Bremen. Ein Gewaltschuss von Marco Bode, nachdem er mindestens 3 Weißrosten hat stehen lassen. Danach hatte es nicht immer ausgesehen in diesem Spiel. Denken Sie mal zurück an die erste Halbzeit, aber Fußball muss auch mal ein Geduldsspiel sein. Der Spaß kam halt später. 5 Tore und nicht die schlechtesten. Bode. Borowka. Und das heißt der Elfmeter und ich meine zu Recht, denn der Ball war weg und dann ging, ich meine es war Mojora mit den Armen in Borowka hinein und deshalb gibt es Elfmeter und die Chance zum 6:0 und die Chance für Westchasten. Haben Sie es gesehen? Da stand Beschastig zur Ausführung bereit und dann kam Mario Basler. Der ist nun mal der Chef in der Mannschaft und eilt muss Beschastig trösten. Dass es sowas gibt bei einem 5:0 und dass es dann sowas gibt. Merkwürdiges Ende dieses Europapokalspiels. Werder Bremen gewinnt mit 5:0. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten erleben dürfen im Bremer Weserstadion. 45 Minuten zunächst, die von der starken weißrussischen Abwehr geprägt wurden. Die Bremer rannten sich immer wieder fest und dann die zweite Hälfte. 5 zum Teil tolle Tore und dann dieses Ende, da wollte Beschastig ausführen. Basler nimmt ihm den Ball weg und verschießt. Das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Also ich meine, eine zweite Halbzeit, die versöhnt hat für vieles.
was uns in der ersten Halbzeit nicht gefallen hat. Aber ich wiederhole mich da nochmal, Fußball ist auch manchmal ein Geduldsspiel. Den Spaß hatten wir dann ziemlich bald